Hallo, einen schönen guten Morgen. Heute ist Sonnabend, der 10. Februar 2018 und willkommen zum dritten Teil der Videoreihe Vergessene Denkmäler in der Kolbitz-Letzlinger Heide. Ja, das wird dann heute wahrscheinlich der letzte Teil vorläufig. Vielleicht gibt es auch noch mal einen vierten. Mal sehen, ich habe da noch was in der Hinterhand, aber da weiß ich noch nicht genau, ob wir das finden. Und heute kommt eigentlich bloß noch ein Denkmal. Das letzte vor einer Woche, die Tour war ja nicht so aufregend, weil ich da bloß Markierungssteine entdeckt habe, Wegweiser historischer Art. Aber heute weiß ich zumindest, dass an der Stelle, wo ich jetzt hin will, so eine Art alter Gedenkstein oder Grabstein steht, der zur Hälfte abgebrochen ist. Weil da gibt es auch schon einige Fotos von im Internet. Und der gute Buckel alias Plempe hat da auch einen Geocache versteckt. Und dann schauen wir mal. Ich werde da mal Fotos und Videos von machen, weil da kann man noch einige Inschriften erkennen an dem Ding. Und dann gucken wir mal, was das ist. So, was ist das? Wildparkroute und der Pilzweg. Na, wer hätte das gedacht? Ja, mein GPS zeigt. Oh, ich muss erstmal aufpassen, dass ich keine Bäume auf den Kopf kriege. Mein GPS zeigt noch 3 Kilometer Luftlinie. Mal schauen, ob ich irgendeinen Weg finde, der ungefähr in die Richtung geht. Jo, ziemlich ereignislose Gegend hier. Ohne GPS kann man sich hier auch schlecht orientieren. Handynetz ist auch gerade verschwunden. Naja, ist ja in Deutschland nicht anders zu erwarten. Und hier hat jede Menge Bäume umgehauen bei den letzten Stürmen. Ja, wird doch noch interessant. Berg- und Talbahn. Hat er schon am letzten Wochenende gesehen, dass hier doch teilweise ganz schöne Höhenunterschiede von 30, 40 Metern bestehen. Hier in dem riesigen Waldgebiet östlich der Kolbitz-Letzlinger Heide hat die Eiszeit wohl zugeschlagen. Jo, mein Hauptweg ist gerade verschwunden, aber ich gehe mal so weiter, wie es das GPS anzeigt. Ein bisschen Weg ist noch zu sehen. Und hier haben wieder die bösen Antifanten zugeschlagen. Und da geht's wieder hoch. Also die Antifanten sind ganz schön aktiv hier in dem Bereich. Da werden sich die Förster und Jäger mächtig ärgern. Nee, da hinten steht noch einer. Cool, hier ist sogar eine richtige Schlucht. Interessante Topografie, sieht man auf den Karten gar nicht. Oh, schon wieder Antifanten am Werk. Du meine Güte. Oder war das der Sturm? Mann, die Wege sind hier auch nicht überall da, wo sie auf der Karte eingezeichnet sind. Ich muss mich da gerade einen halben Kilometer quer durch dichten Wald durchschlagen. Irgendwie hat das gar nicht mit den Satellitenfotos von Google Earth übereingestimmt. Sehr seltsam. Vielleicht sollte ich meinen Kompass benutzen, der irritiert mich nicht so sehr wie ein GPS-Gerät. So, 100 Meter noch bis zum Gedenkstein. Hier ist Plempe mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike lang. Hab gerade gesehen, dass ich auf einem vollkommen falschen Weg gelaufen bin. 50 Meter neben einem anderen Wirtschaftsweg. Aber die sind beide nicht in der Topokarte drin. Da habe ich noch einen Rudel Hirsche aufgeschreckt. Man, sind das riesige Vieh? Ja, die sind schon größer als Rehe. Und ohne GPS hätte ich das hier nicht gefunden. Hier ist eine riesige Grube. Haben wahrscheinlich die Russen mal ausgehoben für ihre Panzerübung. Und das wird es vermutlich sein. Kann man nicht mehr erkennen, was da drauf steht. Auf alle Fälle sind es lateinische Buchstaben und keine kyrillischen. Größtenteils zerstört. Sieht aus, als ob jemand mit einer Spitzhacke oder so da reingehauen hätte. Ah. Idioten. Mal schauen, ob wir den Geocache entdecken.
habe zwar keine große Lust dazu, das Ding zu suchen, aber ist mal aus der Grube raus. So. Oh, da ist er. Viele Grüße an Buckel. Geocache ist da. Ja, das war mal ein hohles Denkmal. Ich weiß nicht, ob da noch Betonreste unten liegen. Könnten mal die Archäologen herkommen und dann vielleicht versuchen, das zu rekonstruieren, falls da irgendwo unter Moos noch die Betonstücke liegen von dem Ding. Na gut. Ja, das war das Denkmal östlich der Kolwitz-Letzlinger Heide. Und das war erstmal das Ende dieser Serie. Vielleicht kommt noch ein vierter Teil. Hat er schon mal gesagt, da soll es noch einen Gedenkstein für einen jungen Feuerwehrmann geben. Irgendwo in der Nähe von Dolle, der da mal vor Jahrzehnten ums Leben gekommen ist im Einsatz. Mal schauen, da muss ich noch die Koordinaten rauskriegen. Die sind in den Karten zumindest nicht enthalten. So, wieder zurück zur 189. Aber diesmal gehe ich den Weg und nicht den Wald. Ob die Russen da einen Schatz versteckt haben.